Silvana! Ich habe sie gesehen! Danke, Costa. Heute ist es passiert. Heute habe ich das Mädchen getroffen, das ich in meinen Träumen gesehen habe. Anna, die Auserwählte. Wir blättern mal weiter, okay? Soll ich? Als wir uns das erste Mal begegnet sind, habe ich gespürt, dass Anna etwas Besonderes ist. Moment mal. Wieso steht unsere Begegnung eigentlich mitten im Buch? Und? Na ja, schau doch mal, wie viel sie noch geschrieben hat. Es sind ja noch mehrere Einträge. Also für den ersten Teil hier hat sie bestimmt 30 Jahre gebraucht. Und dann kommen ja noch mal mindestens genauso viele Seiten. Dieses Leben ist zwar lang und erleuchtet. Frieden fließt jetzt durch meinen Körper. Es ist Zeit. Ich trete meine letzte Reise an. Alles ist Liebe. Ist okay, Anna. Ich bin froh, dass sie glücklich war. Und dass sie ein langes Leben hatte. Es tut mir leid. Ich wollte das Pergament zurückbringen und alles beichten, aber es ist weg. Was meinst du damit? Wir können es nicht mehr finden. Es tut mir wirklich leid. Anna, das Pergament mit der Übersetzung, das ist mir nicht so wichtig. Mir geht es um das Buch. Das Runenbuch? Ich hatte dir doch gesagt, wie gefährlich es sein kann, wenn es in die Hände von Unkundigen fällt. Ja. Ja, dann weißt du ja jetzt, warum du es mir bringen musst. Ich weiß nicht. Das kann ich nicht. Wir haben so lange danach gesucht. Außerdem müsste ich dazu meine Freunde bestehlen. Und zuvor habt ihr uns bestohlen.